Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Eine Großstadt in der DDR. Aber welche? Es wird viel gebaut. Viel gebaut wird überall. Sind wir in Leipzig oder Dresden oder Magdeburg oder... Hier haben wir eine Bürgerin dieser Stadt. Wir könnten sie fragen. Aber jetzt wissen wir es ja sowieso. Natürlich, klar. Karl-Marx-Stadt. Karl-Marx-Stadt also, einst sächsisches Manchester genannt oder auch von seinen Bewohnern Ruß-Chemnitz. Was ihr hier gehört habt, das war der Auszug von einem O-Ton aus einem DEFA-Werbefilm über Chemnitz aka Karl-Marx-Stadt, wahrscheinlich ein Film aus den 50er oder 60er Jahren. Und auch diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge will euch einladen zu einem Streifzug durch Chemnitz, dieser Großstadt im Südwesten des Freistaats Sachsen. Es wird ein historischer Streifzug, allerdings wird es weniger um DDR-Geschichte gehen, sondern wir gehen weiter zurück ins 19. Jahrhundert. Chemnitz war in dieser Zeit eine bedeutende Industriestadt und Zentrum der Arbeiterbewegung. Und nicht nur das, in Chemnitz lassen sich auch Spuren aus der Geschichte des Anarchismus finden. Vom 31. Juli bis zum 6. August dieses Jahres hat in Chemnitz das Kantine-Festival stattgefunden. Kantine Sabot hieß diese Veranstaltungswoche in diesem Jahr und hat sich mit der Geschichte und Theorie des Anarchismus auseinandergesetzt. In diesem Rahmen hat auch eine kleine Stadtführung stattgefunden, die sich mit der sozialistischen Arbeiterbewegung in Chemnitz im Allgemeinen beschäftigt hat und mit der anarchistischen Bewegung im Besonderen. Ich habe diese Stadtführung mit einem Aufnahmegerät begleitet und einige dieser Aufnahmen werdet ihr in der kommenden Stunde hören. Ich habe eine Auswahl getroffen. Im Zentrum wird vor allem eine Figur stehen, Johann Most, Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, Redakteur der Chemnitzer Freien Presse, provokanter Redner und später dann bekennender Anarchist. Aspekte des Wirkens von Johann Most in Chemnitz werdet ihr kennenlernen. Dazu herzlich willkommen, sagt Lukas. Okay, an alle, die jetzt beim anarchistischen Stadtrundgang mitmachen wollen, ich würde so in 5 Minuten, also wir warten noch ein paar Leute, die zurückkommen, wenn ihr noch von Leuten wisst, die noch nicht hier sind, vielleicht könnt ihr die holen gehen oder ich würde noch so 5 bis 10 Minuten warten und dann mit einer halben Stunde Verspätung Richtung Omnibusbahnhof gehen. Wir haben noch auf Leute gewartet, die noch nicht da waren. Es hat sich herausgestellt, die sind schon unten beim Omnibusbahnhof, warten dort auf uns. Deswegen würde ich sagen, wir gehen so rum. Runter zum Omnibusbahnhof, da ist die erste Station. Nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellen könnt. Nicht nochmal weglaufen am besten. Und wenn ihr noch von Leuten wisst, die noch nicht da sind, holt ihr mal bitte ran. Hier zu hören ist Eugen Thomas.
Er lebt in Chemnitz und ist Mitglied der FAU, der anarcho-syndikalistischen Freien Arbeiterinnenunion. Am 1. August 2023 versammeln sich am Chemnitzer Hauptbahnhof etwa 35 Interessierte zu einer Stadtführung, die unter dem Titel steht: Anarchismus am Ende des 19. Jahrhunderts in Chemnitz. An alle, die am Rand stehen, ihr könnt gerne mitmachen, ist umsonst. Stadtrundgang. Die erste Station des Stadtrundgangs befindet sich beim Omnibusbahnhof unterhalb des Chemnitzer Hauptbahnhofs. Okay, also ganz kurze Einleitung. Ich bin Tom, ich bin eigentlich seit 10 Jahren erst hier in Chemnitz, aus Mecklenburg. Habe hier versucht zu studieren, hat nicht geklappt, aber beschäftige mich seit ein paar Jahren mit Anarchismus, auch Anarchismus in der Stadt. Und habe dadurch die meisten Sachen eigentlich von der Stadtführung jetzt, ist durch einen Austausch zustande gekommen. Und zwar ist ein Anarchist aus Japan, dem wir als damals FAU-Sektion, also Freie ArbeiterInnen-Union, wo damals eben gemischt ArbeiterInnen und Studierende drin waren, haben wir jemanden eingeladen aus Japan, der hat sich bei uns gemeldet, hat gesagt, er hat früher mal hier studiert, hat zu Johann Most was rausgefunden und will hier mal in Archive und uns mal sagen, was er damals so rausgefunden hat. Johann Most war damals, da komme ich auch später noch zu, hat eine relativ große Bedeutung gespielt in der Stadt und ist später auch Anarchist geworden und da hat viel auch geprägt in der Stadt. Und dieser japanische Anarchist hat uns damals als kleine FAU-Sektion eine Stadtführung gegeben über anarchistische Stadtgeschichte, ein bisschen ArbeiterInnenbewegung mit dabei oder eigentlich gefußt auf ArbeiterInnenbewegung und dann ein bisschen über so anarchistisches Wirken in der Stadt und darauf basiert eigentlich der Stadtrundgang. Also der hat mir nochmal viel Material geschickt, ich habe nochmal hier und da probiert das zu erweitern, aber im Großen und Ganzen ist das sein Stadtrundgang, der jetzt hier läuft quasi. Gegenüber des Busbahnhofs, umsäumt von der Georgstraße und der Straße der Nationen, befindet sich eine kleine Parkanlage. Hier versteckt sich eine Gedenktafel für die Textilarbeiterin Minna Simon. Anfang wollte ich mit Minna Simon Stein eigentlich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, also die Leute, die nicht aus Chemnitz sind, aber auch alle anderen. Hier vorne, ein bisschen weiter, ist ja die Aktienspinnerei, was jetzt hier Chemnitzer Universitätsbibliothek ist. Das war früher der größte Textilbetrieb in Chemnitz. Und hier vorne ist die Minna Simon Straße und die Straße, die praktisch dieser kleine Weg, der hinter an die Bazille führt, der ist zum Gedenken an Minna Simon. Das war eine Streikführerin damals in dem Streik in der Aktienspinnerei. Minna Simon ist eben 1845 in Chemnitz geboren, also genau noch damals als Minna Reinitz, und hat dann eben Maurer Louis Simon geheiratet. Diese waren dann erst in verschiedenen anderen Städten, auch haben dort gearbeitet, sind 83 zurück nach Chemnitz gekommen und sie ist eben Arbeiterin in der Aktienspinnerei geworden. Dort haben damals 700 Frauen und ungefähr 300 bis 400 Männer gearbeitet. Und die Frauen wurden bei gleicher Arbeit eben nur zur Hälfte bezahlt. Die haben nur halb so viel Lohn bekommen, haben gleichzeitig eben noch die Hauptlast eben an Kinderpflege, Haushalt und so weiter getragen, wie es heute leider immer noch ist und so weiter. Also dann gab es einen neuen Fabrikdirektor. Die Firma sollte saniert werden, sollte eben, man könnte auch sagen, profitabler gemacht werden, mehr an den Markt angepasst, was so heute irgendwie Struktur anpassen, wenn man so will, nach heutigen Begriffen. Und da wurden die Rechte der ArbeiterInnen weiter beschnitten. Und dann haben die ArbeiterInnen eben gesagt, am 7. Juni 1983, wir gehen in Streik. Und 2 Tage später wurde eben Ernestine Minna Simon zur Streikführerin gewählt. Und neben ihr waren 7 weitere Frauen Teil von dem Streikkomitee. Und die haben eben den Streik organisiert. Die Minna Simon hat eben Reden bei den Vollversammlungen gehalten, hat Spenden gesammelt, was ein ganz großer Punkt war eben. Damals gab es noch nicht die großen Gewerkschaften, die genug Geld hatten, um jetzt Streikgeld über längere Zeiten zu bezahlen, was ja heutzutage immer noch ein Problem ist, aber damals gab es das gar nicht. Oder war das eben noch ein Anfang, die Gewerkschaften, die gab es noch nicht so lange, dass sie so viel Geld angesammelt haben, dass sie groß Streikgeld bezahlen können. Das heißt, die haben überall gesucht nach solidarischen Leuten, dass die ein bisschen Geld geben für die Zeit, dass sie über die Runden kommen, wo sie nicht bezahlt werden, natürlich vom Unternehmen. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Am 27. Juni 1983 hat der Streik geendet. Und aus 2 Gründen. Man könnte sagen, es war so eine Pattsituation. Auf der einen Seite hat der Aufsichtsrat bestimmten Forderungen, also im Großteil der Forderungen, stattgegeben, hat gesagt, okay, kriegt ihr. Es ging eben auch um höhere Löhne, geringere Arbeitszeit. Und gleichzeitig haben aber die Spenden, die gesammelt wurden, nicht ausgereicht, um den Streik eben so lange durchzuhalten, um die Maximalforderungen zu erwirtschaften. Das heißt, irgendwann hat es geendet daran, dass die Leute keine Kohle mehr hatten, kein Geld mehr war für Essen und so weiter und die dann eben wieder arbeiten gehen mussten. Genau, Minna Simon, nachdem der Streik vorbei war, hat Chemnitz verlassen, ging nach Dresden und eben in Chemnitz ist sie bekannt, deswegen auch der Gedenkstein, deswegen die Straße, die nach ihr benannt wurde, als eben mutige Streikführerin, die mitverantwortlich war, dass der Streik einen Teilerfolg hatte und damit die Arbeits- und Lebensbedingungen für die ArbeiterInnen eben
verbessert hat. Also das als Grundlage, vielleicht zum Stadtrundgang, der ist allgemein so aufgebaut. Es geht um Anarchismus, aber eben auch um die sozialistische Arbeiterbewegung, weil die zu der Zeit eigentlich noch nicht wirklich trennbar war. Also die anarchistische Theorie ist aus den Erfahrungen eben der Kämpfe, aus diesen aktiven Kämpfen hervorgegangen. Das zeigt sich auch an bestimmten Personen, die dann später als Anarchistinnen, also in dem Fall zwei Anarchisten, die später weltweit bekannt geworden sind, die ihre Erfahrungen in den Bewegungen in Chemnitz gesammelt haben. Aber dann würde ich von hier aus vorschlagen, wir gehen weiter zum Theaterplatz. Vielleicht wisst ihr, wo der Theaterplatz ist, sonst einfach in die Richtung runter. Chemnitz entwickelte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer wichtigen Industrie- und Handelsstadt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf dem Maschinenbau. Als Stadt mit einem hohen Anteil an Arbeiterinnen und Arbeitern wurde Chemnitz bald auch zu einer Hochburg der Sozialdemokratie und zu einem Schauplatz von zahlreichen Arbeitskonflikten und Streiks. Neben Fabriken, Gießereien und Schornsteinen entstanden hier aber auch repräsentative Bauten und Plätze. Hierzu gehört der Theaterplatz, die nächste Station unseres anarchistischen Stadtrundgangs. Es geht jetzt um den Theaterplatz, der aber früher Neustädter Markt hieß. Und das müsste, soweit ich weiß, ist das hier gewesen. Und das ist aber verrückt, weil ich habe immer gedacht, die ganzen Gebäude hier sind ewig alt. Hier Kirche, Mittelalter oder so, das ist übelst lange her, dass es gebaut wurde. Aber scheinbar war es so, dass 1871 die Gebäude hier noch nicht waren, sondern dass hier praktisch ein Markt und zum Teil mit irgendwie Fabriken umsäumt und so. Und es war eben ein großer Versammlungsplatz. Und hier war eben eine der fürs 19. Jahrhundert vielleicht die größte Massenversammlung von eben aufständischen ArbeiterInnen. Vor allem, es waren hauptsächlich Arbeiter, es ging um Metallarbeiter. Es ist der Metallarbeiterstreik in Chemnitz. Der fand statt am 23. April 1871. Und zuerst, die Leute waren am Anfang eben eigentlich so reformistisch unterwegs. Sie haben gesagt, wir arbeiten viel zu lang. Es gab Arbeitszeiten von 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden, noch mehr. Und die haben gesagt, okay, wir wollen das auf 10 Stunden begrenzen. Was ja noch heute eigentlich, sagen wir, immer noch 2 Stunden zu viel und eigentlich sind es noch viel mehr zu viel. Aber die haben eben gesagt, erstmal auf 10 Stunden runter. Das war die Forderung. Und man merkt auch, wie die am Anfang noch vorgegangen sind. Die haben gesagt, wir machen erstmal eine Petition an den Reichstag. Und dann gab es so Sozialdemokraten, die haben in den Zeitschriften, auch in der Chemnitzer Freien Presse geschrieben, naja, der Reichstag ist doch für alle Bürger und Arbeiter sind auch Bürger und deswegen wird er sich schon für eure Petition entscheiden und wird sagen, ihr kriegt das und so weiter. War natürlich Quatsch. Der Reichstag hat die Petition nicht mal behandelt und das Ziel war eben die Durchsetzung vom Normalarbeitstag von 10 Stunden. Es geht dann noch weiter, die haben dann sich aufgeteilt in kleinere Gruppen. Und die Einzelbelegschaften in den Metallarbeiterbetrieben, das war Maschinenbau, was ja heute immer noch in Chemnitz stattfindet, die einzelnen Betriebe, die haben sich eben zusammengeschlossen. Das waren schon Großbetriebe, die dann gerade angefangen haben, Aktiengesellschaften zu werden. Und diese Großbetriebe in Chemnitz, da haben die einzelnen Belegschaften erstmal angefangen, Bitten sozusagen zu formulieren an die Unternehmer in den einzelnen Fabriken und haben gesagt, ey, bitte, können wir nicht nach 10 Stunden gehen, ist scheiße so lange und so weiter. Es war so, also die Kapitalisten in den Betrieben haben eigentlich überlegt,
Eigentlich sollten wir darauf eingehen, weil wir brauchen die gut ausgebildeten Facharbeiter, die können wir nicht so leicht ersetzen. Es ist gerade Wirtschaftsaufschwung, wir müssen eigentlich möglichst viel produzieren, das heißt, wir brauchen viele Leute, wir brauchen gut ausgebildete Leute, wir können es nicht riskieren, die zu verlieren, dass die abhauen, in andere Betriebe gehen und so weiter. Das heißt, eigentlich wollten die auf die Forderung eingehen. Aber gleichzeitig gab es gerade diesen Umbruch, dass mehrere Großbetriebe sich zusammengeschlossen haben zu Aktiengesellschaften, und da war es natürlich so, für einen Aktienwert ist sozusagen, ist glaube ich bis heute so, scheiße, wenn ein Arbeitskampf in der Vergangenheit gewonnen wurde. Desto mehr gewonnene Arbeitskämpfe, desto mehr Lohnkosten, desto niedriger der Aktienwert, weil es ja scheiße sind, ja mehr Kosten. Wir wollten keiner haben. Das heißt, sie haben gesagt, wenn wir wirklich uns gut gleich am Anfang in der Börse platzieren wollen, dann können wir jetzt nicht hier den Arbeitern ihre Rechte gewähren. So, das geht nicht. Und gleichzeitig gab es noch einen Unternehmerverband. Die Unternehmer haben gesagt, wir sind organisiert, wir haben eine eigene Organisation, und die Gewerkschaft der ArbeiterInnen, die hat praktisch noch nicht bestanden. Es gab kleine Anfänge, aber die haben sich noch nicht so organisiert, dass sie wirklich was reißen konnten. Das heißt, die organisierten Unternehmer haben sie am Ende gegen die Arbeiter durchgesetzt. Sie haben gesagt, wir gehen nicht auf die Forderung ein, und erstmal standen die Leute dann da. Das ist der Stand bis dahin. Zu der Versammlung hier. Der Platz hat auch bei den Unternehmern ein bisschen für Bammel gesorgt, weil bei der Mai-Revolution 1849 war hier schon mal, also da war die letzte große öffentliche Arbeiterinnenversammlung unter freiem Himmel, war an dem gleichen Platz. Und die war eben dann, ja, kann man sagen, 30 Jahre später war die wieder hier. Und damals ging es auch schon mal um den 10-Stunden-Tag. Das heißt sozusagen, ihr werdet uns nicht los. Das war so ein bisschen die Botschaft. Wir fordern weiter, was richtig ist, nämlich den Arbeitstag zu verkürzen. Die Produktivität ist angestiegen. Wir wollen nicht immer länger arbeiten und so weiter. Dann hat eben der Reichstag die Petition ignoriert. Und dann gab es eben einen Redner, der später auch im Stadtrundgang noch eine Rolle spielen wird und der eben auch in der Zukunft für die anarchistische Bewegung weltweit eine ziemlich bedeutsame Rolle gespielt hat. Und zwar war das der Redner Johann Most. Der ist, nachdem er die Rede hier gehalten hat, hat es nicht lange gedauert, und der Chefredakteur bei der Freien Presse geworden. Oh nee, so eine Scheiße. Also der ist, ich warte mal ganz kurz, irgendwie macht, ist gar nichts zu verstehen. Also Johann Most war Sozialdemokrat, der hat schon in verschiedenen, also das war, der hat erst Buchbinder gelernt. Ich weiß nicht, ob er an dem Beruf gearbeitet hat, aber auf jeden Fall nicht lange. Er hat sich dann früh angefangen zu organisieren in verschiedenen Bewegungen, hat sich politisiert, ist überzeugter Sozialdemokrat geworden. Du, jetzt kommt der Kisser zurück. Tschüss. Hubschrauber-Einsatz gegen anarchistische Stadtrundgänge. Ja. Kennt ihr das Lied Hubschrauber-Einsatz? Das ist ein übelst geiles Lied. Ich weiß nicht genau, von welcher Band. Vor jede Art. Ja, vor jede Art. Das ist ein übelst geiles Lied. Hubschrauber-Einsatz. Egal. Okay, und zwar, Moos kam an, der war praktisch vorher schon in verschiedenen Bewegungen, auch als Sprecher, als Agitator so, der hat sich selber politisiert, war dann überzeugter Sozialdemokrat, und dazu müsst ihr wissen, in der Zeit war diese ganze Bewegung noch nicht wirklich so aufgeteilt, wie es gestern auch zum Beispiel der Eibisch erzählt hat, in diese drei Bewegungen. Also das war richtig, diese Strömungen waren da, aber die waren noch nicht so voneinander getrennt. Also ganz viele waren einfach sozialistisch aktiv, bei den ArbeiterInnen vielleicht noch mehr als bei den Leuten, die dann hinter die Agitation gemacht haben, für die Zeitschriften geschrieben haben und so weiter. Die haben dann mehr schon so ein bisschen Konkurrenz gedacht, okay, von wem grenzen wir uns ab, wo wollen wir hin und so weiter. Aber viele Sozialdemokraten waren zum Beispiel gar nicht, das war gar nicht klar, dass die alle den Staat so geil finden oder dass sie den Staat erobern wollten. Sondern es gab viele, wie zum Beispiel Johann Most, der war Sozialdemokrat, der hat sich eingesetzt für sozialdemokratische Ziele, die damals da waren. Aber es war vor allem auch Gewerkschaften aufbauen, Streiks führen, die Lebensbedingungen für ArbeiterInnen so gut verbessern, dass die überhaupt anfangen können, Kämpfe zu führen. Also sozusagen, also erstmal, uns geht's gut, und dann können wir weitersehen auf die große Politik. Aber erstmal, dass wir überhaupt Zeit haben, uns zu organisieren, dass wir Zeit haben, uns mit der Theorie auseinanderzusetzen und so weiter, dass wir nicht von morgens bis abends arbeiten, tot ins Bett fallen und dann morgens geht's weiter so. Ich glaube, darum ging's. Und das heißt nicht, dass die jetzt alle mit der SPD zum Beispiel solidarisch gewesen wären, die hinter die Kriegskredite verabschiedet hat, oder dass das Leute waren, die mit der heutigen SPD-Politik irgendwas Sympathie hätten. Also ich finde das wichtig, sich klar zu machen. Sozialdemokratie war damals auch ein Sammelbecken für Leute, die eigentlich ganz woanders weiter raus wollten. Und das hat sich hinterher auch gezeigt, dass viele, die in der SPD waren, dahinter gab es die Abspaltung USPD, einige sind später in die KPD gegangen, andere haben sich anarchistisch organisiert, sind zum Beispiel in die FOD gegangen. Also da gab es eine große Auffächerung, die vorher aber alle erstmal in der SPD waren. Weil die gesagt haben, okay, erstmal die Gewerkschaften, erstmal die Lage verbessern und dann sehen wir weiter.
Und da war eben auch Johann Moos dabei und der hat eben eine Rede gehalten und hat gesagt, ey, von der Regierung ist nichts zu erwarten. Ihr braucht gar nicht glauben, dass die jetzt irgendwie eine Petition sagen, ah ja, 10 Stunden Arbeitstag ist gut, weil das sind auch hier Staatsbürger und wir sind jetzt auf deren Seite und so. Der hat gesagt, es ist eine Illusion, die Regierung vertritt die Interessen des Kapitals und das heißt, wenn wir einen 10-Stunden-Tag erreichen wollen, dann eben, indem wir streiken, beziehungsweise indem die Metallarbeiter dann streiken. Also das hat er gesagt und dann gab es Beifall und so weiter, fanden die Leute gut. Ein bisschen später war es dann so, der Reichstag hat die Petition ignoriert, die Unternehmer haben gesagt, nee, machen wir nicht, wir wollen hier Aktien verkaufen und so weiter. Und dann hat Johann Moos gesagt, also der war gar nicht da, der war eigentlich raus, der wäre eigentlich dafür gewesen, erstmal Gewerkschaften langsam aufzubauen und so weiter, aber die Metallarbeiter haben gesagt, scheißegal, die haben jetzt unsere Forderungen ignoriert, das heißt, wir müssen jetzt streiken, wir müssen jetzt zeigen, dass es so nicht weitergeht und so weiter und die haben dann den Streik einberufen. Und Johann Moos hat noch gesagt, ey, wartet wenigstens, bis ihr den nächsten Lohn bekommt, dass ihr erstmal ein bisschen finanzielles Polster habt. Da gab es Versammlungen und so weiter. Es gab verschiedene Kneipen in der Stadt, praktisch Versammlungsräume, wo sich dann die Bewegung immer wieder getroffen hat, Reden gehalten wurden, vorgeschlagen wurde, wie geht es jetzt weiter. Also es ist nicht so klar, wo die lagen, aber ein paar Namen kann ich euch sagen. Es gab zum Beispiel einen, der hieß Stadt Köln, einer hieß Stadt Leipzig, einer hieß Sächsischer Grenadier. Da gab es große Versammlungen auch eben von aufständischen Arbeitern und so weiter. Also es gab mehrere Kneipen, wo sich dann organisiert wurde. Und wenn dann auf öffentliche Plätze gegangen wurde, war das gleichzeitig auch wie eine Art Demo. Also es ging nicht nur darum, untereinander zu quatschen, darum ging es auch. Aber es ging auch darum, sich zu zeigen, ey, wir sind eine Bewegung, die das Gleiche wollen und so weiter. Und jetzt ist hier ein bisschen Zitat. Also ich habe einen Text, der aus, sag ich mal, zu DDR-Zeiten von über Sozialdemokratengeschichte in Deutschland geschrieben wurde. Der heißt die Chemnitz Arbeiterbewegung unter dem Sozialistengesetz. Da habe ich so ein paar, das sind so Quellen zum Beispiel dazu. Und da war ein Zitat zu Johann Moos eben, seine überzeugende Beredsamkeit und sein mitreißendes Temperament gewann ihm sofort die Herzen der Werktätigen. War schon ein bisschen, es klingt halt immer so ein bisschen an, okay, du brauchst diesen Widerspruch, du brauchst die Avantgarde, die großen Redner, die anführen und der Rest, der mitläuft sozusagen. Ich würde sagen, so war es nicht, aber er hat trotzdem eine wichtige Rolle gespielt. Er hat zum Beispiel das Wissen aus den Kämpfen in anderen Städten, es gab kein Internet, Zeitschriften und so weiter waren ein wichtiges Medium. Er hat praktisch Erfahrungen von anderen Kämpfen in anderen Städten, in anderen Ländern, wo er auch schon im Knast saß und so weiter, hat er eben nach Chemnitz gebracht. Okay, die Leute haben auf jeden Fall gesagt, los, wir streiken. Moos hat gesagt, ey, warte, bis der nächste Lohn da ist. Dann war der nächste Lohn da, dann haben die angefangen zu streiken. Und das waren 7.000 bis 8.000 Leute. Und da gab es auch ein Zitat aus diesem Heft. Eine solche Lohnbewegung hatte Chemnitz noch nicht gesehen. Zum ersten Mal streikten sämtliche Metallarbeiter, wohl 7.000 bis 8.000 Proletarier. Also offensichtlich haben alle mitgemacht. Die Maschinenfabriken lagen still oder arbeiteten notdürftig mit einer kleinen Schar von Streikbrechern. Moos führte das Streikkomitee an. Sie versandten Briefe an andere Gewerkschaften und organisierten ArbeiterInnen, wo sie finanzielle Unterstützung für die Streikkassen anfragen und fordern, Streikbrecher zurückzuhalten. Das heißt, die haben Briefe geschrieben zu anderen Gewerkschaften, zu anderen ArbeiterInnenbewegungen, wo sie Kontakt hatten, wo die schon so weit organisiert waren, dass man die erreichen konnte. Und dann haben sie gesagt, ey Leute, wir brauchen Geld und verhindert mal, dass Leute aus euren Regionen hierher kommen und für die Unternehmen arbeiten, damit der Streik in die Hose geht sozusagen. Also Kohle her und Leute zurückhalten. So. Und das hat am Anfang gut funktioniert, aber es gab zum Beispiel eine große Zusicherung aus England von der englischen Arbeiterinnenschaft, die damals schon mehr Geld hatten sozusagen, die schon bestimmt erfolgreiche Kämpfe hinter sich hatten. Die hatten mehr Kohle, ich glaube, das war auch irgendwie so, dass es mehr wert war oder so, ich weiß aber nicht genau. Das Geld, auf jeden Fall war es so, das wäre übelst wichtig gewesen, dass die Geld herschicken, aber das hat hinter nicht, ist nicht gekommen und das war einer der Gründe, warum der Streik auch ein bisschen, also nicht vollständig erfolgreich geworden ist. Es gab Teilerfolge, wie auch bei dem Streik in Aktienspinnerei, aber eben nicht vollständiger Erfolg. Hier steht nochmal, also Moos führte das Streikkomitee an, sie versandten Briefe an andere Gewerkschaften. Die bürgerliche Presse hetzte gegen den Streik, Polizei verhaftete Streikposten und schützte die Streikbrecher auf dem Weg in die Betriebe. Zugesagte Gelder englischer Genossen trafen nicht ein, hatte ich schon gesagt. Lokale AkteurInnen der Stadt zeigten sich solidarisch. Zum Beispiel gab es einen Bäcker hier am Chemnitzufer, der hat gesagt, okay, das Brot, was ihr jetzt hier esst, in der Zeit, wo ihr streikt, braucht ihr nicht zu bezahlen. Weil dann hatten die schon mal Grundversorgung. Das hat er hinterher nicht weitergemacht. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, okay, ihr könnt jetzt erstmal was aufnehmen an Kredit und so weiter. Aber erstmal hat er das den Leuten so gegeben. Es wurde hinter so viel durch die lange Zeit, dass er sich das nicht weiter leisten konnte. Aber das war eine der Sachen. Da waren wir auch damals bei dem FAU-Stadtrundgang, waren wir auch bei dem Ufer. Ich lese jetzt nochmal kurz die Forderungen vor von dem Streik. Also nochmal, die klassenbewussten Arbeiter, die Sozialisten, leisteten in dem zermürbenden Ring eine bewundernswerte Organisations- und Aufklärungsarbeit. Vielleicht nochmal im Hintergrund, ist eben aus der SPD-Veröffentlichung zu DDR-Zeiten. Schließlich scheiterte der Streik jedoch an der finanziellen Schwäche. Die Forderungen des Streikkomitees, erstens 10-stündiger Normalarbeitstag, zweitens Beibehaltung bisheriger Feiertage, die wollten die gerade abschaffen. Es wurde, komme ich später noch zu, Feiertage abgeschafft, also 10-stündiger Normalarbeitstag, Beibehaltung bisheriger Feiertage. Der bisherige Tageslohn bleibt für den verkürzten Arbeitstag bestehen. Also voller Lohnausgleich.
Für Überstunden wird ein Zuschlag von 25% gezahlt. Die Delegierten der Belegschaft für den Streik dürfen nicht gemaßregelt werden. Das heißt, alle, die mitgemacht haben, die organisiert haben und so weiter, die dürfen nicht auf den Deckel kriegen. Der Streik hat hinterher, ist ein bisschen kollabiert, keine finanzielle Unterstützung, hat alles nicht so hingehauen, aber es wurde ein Teil der Forderung, also wurde insoweit umgesetzt, die Unternehmer setzten die Ziele um, die sie umsetzen wollten. Es gab danach eine 62-Stunden-Woche, was, man mag es kaum glauben, eine Verbesserung war gegenüber vorher, 62-Stunden-Woche, und aber auch gleichzeitig Abschaffung von 10 Feiertagen. Dann machte der Streik deutschlandweit und sogar international eben großen Eindruck auf andere ArbeiterInnen und SozialistInnen. August Bebel hat zum Beispiel darüber geschrieben, dass Johann Moos besonders bekannt ist als Redakteur der Freien Presse und als Organisator des Chemnitzer Metallarbeiterstreiks. Ich würde sagen, so einfach war es nicht. Die Leute hatten Bock, sich zu organisieren. Er hat natürlich mit dazu beigetragen, ein paar irgendwie Erfahrungen geteilt, aber ich denke, das war eben ein Zusammenspiel. Genau, für die Arbeiter war die Schlossen daraus: lang andauernde Arbeitskämpfe brauchen eine gute Organisation. Wir müssen schlagfertige Gewerkschaften aufbauen. Das ist in der Zeit auch viel passiert. Die Gewerkschaften haben immer mehr Mitglieder bekommen. Und man muss eben auch für längere Zeiträume streikfähig sein. Das heißt, wir brauchen Streikgeld. Sowas wurde in der Zeit eben dann stärker ins Auge gefasst, organisiert. Mitgliederzahlen stiegen an. Und zum Beispiel der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein hat dann eben in Schloss Chemnitz, Gablenz, Kappel in den nächsten Jahren bis 1974 Ortsgruppen gegründet. Also diese Notwendigkeit, sich zu organisieren, wurde von immer mehr Leuten eingesehen. Genau, das war's. Jetzt erstmal so, das war auch so ein bisschen Vorstellung von Johann Moos. Das war erstmal alles zu dem Platz hier. Ich hoffe, ihr habt soweit durchgehalten. Jetzt können wir vielleicht noch kurz durchatmen und dann vor zum Nischel, zum Karl-Marx-Kopf. Genau, danke erstmal fürs Zuhören. Was wäre ein Stadtrundgang durch Chemnitz ohne eine Zwischenstation beim Karl-Marx-Monument von Lev Kerbe? Vor dem ehemaligen Gebäude des Rats des Bezirks thront streng wie heroisch der große Kopf des Denkers. Auch der anarchistische Stadtrundgang legt hier eine Zwischenstation ein. Eugen Thomas verliest an dieser Stelle einige Zeilen aus einem Text des Anarchisten Michail Alexandrowitsch Bakunin. Karl Marx, der unbestrittene Kopf der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ist ein großer, mit profundem Wissen bewaffneter Geist, der, wie man ohne schmeicheln zu wollen sagen kann, sein ganzes Leben ausschließlich der größten Aufgabe widmete, deren Erledigung heute ansteht, nämlich die Befreiung der Arbeit und des Arbeiters. Karl Marx, der ebenso unbestritten, wenn nicht der einzige, so doch wenigstens einer der wichtigsten Begründer der Internationalen Arbeiterassoziation ist, hat die Entwicklung der Idee des Kommunismus zum Gegenstand eines ernstzunehmenden Buches gemacht. Obwohl seine Arbeit über das Kapital unglücklicherweise von Formeln und metaphysischen Subtilitäten strotzt, die es für die große Masse der Leser unverdaulich machen, ist sie ein hochwissenschaftliches und realistisches Werk, in dem Sinne nämlich, dass jede andere Logik als die der Fakten absolut ausschließt. Das heißt, man kann sagen, Bakunin war ein Marx-Fan eigentlich, in der Hinsicht, wenn es um die Analyse geht. Bakunin und die Leute um ihn haben das Kapital ins Russische übersetzt und haben es in Russland verbreitet. Also es ist nicht so, wie das immer erzählt wird, hier Marx, Bakunin, die wollten, dass die ganze Bewegung auseinandergeht, wer nicht gegen mich ist, für mich, wer nicht für mich ist, gegen mich und so weiter. Und ich glaube,
dass heutzutage vielmehr dieser Blickpunkt auf der Spaltung liegt, dass die Leute es geil finden, sich irgendwie zu verorten und zu sagen, hier ist mein Standpunkt, ich weiß, wer scheiße ist und so weiter. Und ich finde aber, das wird zu stark gemacht und es wird weniger geguckt, okay, sind wir vielleicht viel näher zusammen im Vergleich zu jetzt zum Beispiel rechten faschistischen Ansätzen oder gegenüber marktradikalen Marktlogiken, die aus meiner Sicht von allen Parteien vertreten werden. Das heißt, eigentlich müssen wir noch eher gucken, wie können wir uns zusammenraufen. Aber das ist jetzt eigene Meinung. Was ich zeigen will, woran ich das festmachen will, ist, Bakunin hat das Kapital ins Russische übersetzt, Johann Most hat eine Art eingeschränktes, man könnte sagen verkürztes Kapital geschrieben, in einfachen Worten, weil er gesagt hat, okay, ist leichter zu verstehen für Arbeiter und Arbeiterinnen, die jetzt nicht übelst viel Zeit haben, sich irgendwie philosophische Studien zu machen, sich erstmal Hegel durchzulesen, Kant durchzulesen und dann vielleicht anzufangen, Kapitalismus zu verstehen, sondern wo er sozusagen viel mehr aus der Erfahrungsdimension rausgeht, aber eben immer noch versucht, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Marx damit zu kombinieren. Und das heißt Kapital und Arbeit. Das ist ein Text von Johann Most, eben aus Chemnitz hier. Und das könnt ihr lesen, wenn ihr wollt, wenn ihr zum Beispiel auf die Seite geht, anarchismus.at. Die haben ein übelst geiles Textrepertoire von ganz vielen anarchistischen KlassikerInnen, unter anderem auch von Johann Most. Da findet ihr Kapital und Arbeit, gibt es auch an anderen Stellen im Internet zu finden, könnt ihr euch runterladen. Und dort hat er versucht, das einfacher darzustellen, die Erkenntnisse von Marx im Kapital. Und Marx und Engels haben gesagt, okay, wir wissen nicht, wie wir es finden, aber wir überarbeiten es nochmal ein bisschen und geben es dann raus. Aber die fanden es irgendwo schon gut, was er macht. Haben ihn auch kritisiert für einige Sachen, wo sie sagen, der hat es falsch verstanden. Aber das war nicht so, dass sie gesagt haben, ist scheiße, wir bekämpfen das, sondern die haben es ein bisschen umgeschrieben und haben es dann veröffentlicht. Also es war, Johann Most hat es veröffentlicht und dann wurde es später nochmal von Marx und Engels veröffentlicht nach einer Durchschau. Hier eher versöhnliche Worte über das Verhältnis zwischen Anarchismus und Marxismus. Im Weiteren referiert Eugen Thomas weitere Passagen von Bakunin, die weit weniger versöhnlich klingen. Das Verhältnis von Anarchismus und Marxismus hat unterdessen in der ganzen Veranstaltungswoche der Kantine Sabot in Chemnitz immer wieder eine Rolle gespielt. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Strömungen meint sowohl Gemeinsamkeiten als auch sachliche Differenz. Falls ihr neugierig seid, unter kantine-festival.de sind bald die Veranstaltungsmitschnitte der Kantine Sabot zu finden. Schon jetzt könnt ihr einzelne Vorträge auf dem YouTube-Kanal des Kantine-Festivals nachhören. Doch zurück zum historischen Stadtspaziergang. Schon öfter ist in dieser Radiosendung der Name Johann Most gefallen. Einige Aspekte vom Wirken dieses Redners und Agitators wurden schon benannt. Der gelernte Buchbinder aus Augsburg erkundete in seinen Jugendjahren als Wandergeselle Deutschland, Ungarn und die Schweiz und wurde durch verschiedene Begegnungen auf seinen Wanderungen in den Strudel der Arbeiterbewegung hineingerissen. In Wien wurde er schließlich ein Aktivist der frühen Sozialdemokratie und machte sich bald einen Namen als Redner und Organisationstalent. Aus Österreich ausgewiesen, kehrte er zurück nach Deutschland und ließ sich in den 1870er Jahren schließlich in Chemnitz nieder. Hier wurde er Chefredakteur der Chemnitzer Freien Presse, der er zu einer hohen Auflage und einem Ruf über Chemnitz hinaus verhalf. Die Texte und Reden von Johann Most zeichneten sich durch einen scharfen Ton und radikale Inhalte aus. Dies sorgte teilweise nicht nur für Unmut im gemäßigten Flügel der Sozialdemokratie, sondern verschaffte ihm auch die Aufmerksamkeit der Repressionsorgane. Hiervon kündet der nächste Teil unseres anarchistischen Stadtrundgangs durch Chemnitz, der Rote Turm, der sich in der Nähe des Stadthallenparks befindet. Der Rote Turm und sein Anbau wurden lange Zeit als Gefängnis genutzt. Jetzt erstmal zum Roten Turm. Dort ganz oben, direkt unterm Dach, dort war Johann Most damals eingeknastet. Und zwar, er hat Artikel geschrieben in der Freien Presse. Das wurde dann so ausgelegt als Majestätsbeleidigung und so weiter. Der hat einen Haufen Anklagen bekommen. Ich würde das gleich vorlesen. Da oben wird er dann eingesperrt, aber nicht lange. Tatsächlich hat er damals Glück gehabt, könnte man sagen, weil es war so, Bismarck und noch ein paar andere so autoritäre staatliche Kräfte haben damals viel Druck ausgeübt, aber die Beamten hatten so einen Zwischenstatus. Die waren nicht wirklich solidarisch mit, also die wollten eigentlich selber ein bisschen eine Eigenständigkeit bewahren und waren dadurch zum Teil sogar ein bisschen solidarisch mit ArbeiterInnenbewegungen im Sinne von so ein bisschen schadensfroh. Ey, wenn das was wird, dann blamiert sich der Staat und dann können wir vielleicht mehr Rechte rausschlagen für uns. Also gar nicht so wirklich solidarisch mit der Bewegung, aber so nach dem Motto, wir nehmen es auch nicht so genau mit der Verfolgung. Bismarck hat ja damals das Sozialistengesetz veröffentlicht und hat gesagt, hier gegen die gefährlichen sozialistischen Umtriebe, ich habe es glaube ich hier nochmal zitiert kurz, auf jeden Fall sagt er,
Ja, hier ganz gefährlich, Sozialdemokratie kann man sich heute nicht vorstellen. Aber damals hat er gesagt, gefährliche Sozialdemokratie müssen wir verbieten. Und dann ging es halt los mit Zuckerbrot und Peitsche. Ein paar von den Forderungen hier, Versicherung, Sozialversicherung übernehme ich in den Staat. Und damit sind ein paar Forderungen weg, für die stehen. Und gleichzeitig unterdrücke ich die Bewegung. Und es hat ja auch leider ein bisschen funktioniert. Aber eben in Chemnitz zu der Zeit nicht damals, weil die Beamten nicht mitgespielt haben. Die hätten eigentlich übelst die Bewegung, die Sozialistinnen und so weiter verfolgen sollen. Am Ende haben die Johann Muss 2 Monate gegeben in einem voll eingerichteten Zimmer mit Ausgang. Also war im Vergleich zu heutigen Verhältnissen im Knast tatsächlich geil. So. Ich weiß nicht, waren die da, aber von Erzählungen so. Also ich würde euch jetzt gerne noch einen Text vorlesen von Johann Muss, wie er hier im Knast war, wie das zustande gekommen ist. Und daher kommt auch der Name von dem Kapitel Der Plüschsessel. Das Kapitel Der Plüschsessel stammt aus dem Buch Leben ohne Chef und Staat von Horst Stohwasser. Untertitel des Buches Träume und Wirklichkeit der Anarchisten. Der Autor widmet sich in diesem Buch verschiedenen Aspekten anarchistischer Bewegungsgeschichte. Dabei trägt er einerseits historische Forschungsquellen zusammen, wechselt andererseits aber auch immer wieder in einen literarisch-fiktiven Erzählmodus. Auf diese Weise nähern wir uns auch der Episode von Johann Most und dem Roten Turm in Chemnitz. Der Polizeidirektor Rüder war in Begleitung eines jungen Staatsanwalts eigens aus Leipzig angereist und Rüder war ein Mann, der Achtung gewohnt war und keinen Widerspruch duldete. Mit knappen Worten eröffnete er Most, dass er binnen 12 Stunden die nun fälligen Geldstrafen für die 18 Delikte zu zahlen habe, was nach Abzug der Kostenerstattung für die 25 Freisprüche noch immer einen Beitrag von 120 Talern ausmachte. Most konterte frisch drauf los, wie es so seine Art war, dass er 6 Taler Wochenlohn erhielt und damit Besseres zu tun hatte, als die sächsische Justizkasse zu mästen. Alsdann wandte er sich dem jungen Staatsanwalt zu und begann auf diesen einzureden, als ob er auf der Tribüne stünde. Von Gesetzesplänkelei war da die Rede und von dummen Papierchen. Und als der Sozi schließlich begann, auf die Advokaten zu schimpfen, schnitt ihm der Polizeipräsident das Wort ab. Er sei nicht hier, um Agitationsreden zu halten, sondern um als Verurteilter entweder die Buße zu zahlen oder aber 2 Monate abzusitzen. Und er, der Polizeipräsident, sei nicht eigens nach Chemnitz gereist, um ihm dies zu eröffnen, sondern um ihm anzudeuten, dass er all diese Unannehmlichkeiten auch umgehen könnte, wenn er Sachsen verließe, und zwar für immer. Die Obrigkeit würde ihn wegen dieser Delikte nicht weiter verfolgen, sofern er sich außerhalb des Königreichs aufhielte. Darum auch die 12 Stunden Bedenkzeit. Und er könne sicher sein, dass, so er nicht auf dieses großzügige Angebot einginge, man ihm das Leben in Chemnitz schon zu versauern wüsste. Stocksteif machte Rüder dem überraschten Redakteur dieses illegale Angebot. Und auch der Staatsanwalt verzog keine Miene. Als Most endlich den Raum verlassen durfte, wandte sich der Polizeipräsident mit gedämpfter Stimme an den Staatsanwalt, der die ganze Zeit über kein einziges Wort gesagt hatte. Dem werden wir das schiefe Maul auch noch zu stopfen wissen. Später in der Nacht saß Moos, Becker und ein gutes Dutzend der aktivsten Parteigenossen wieder in dem engen Redaktions- und Druckraum der Chemnitzer Freien Presse und debattierten erregt. Er hatte sie kurz in Bild gesetzt und nur von der Möglichkeit Geldstrafe oder Gefängnis berichtet. Das unseriöse Tauschgeschäft, das Land gegen Straffreiheit zu verlassen, kam für ihn selber nicht in Frage und darum hat er es unerwähnt gelassen. Wir können dich auf keinen Fall missen, Johann. Jetzt, wo Bebel und Liebknecht im Gefängnis sind und die ganze agitatorische Last in Sachsen auf deinen Schultern ruht. Sehr richtig, vor dem Kongress haben wir noch viele Massenversammlungen. Gerade jetzt nach dem verlorenen Metallerstreik hören die Arbeiter nur noch auf dich. Sagen die jetzt so zu ihm. Ich weiß auch immer nicht, wie ist diese Darstellung so zu ver... Aber er scheint schon auf jeden Fall... Die fanden schon gut, was er gesagt hat, so viele. Ja, und wer soll die Zeitung redigieren, wenn du im Roten Turm sitzt? Er sagt, ihr denkt doch nicht im Ernst, dass ich den Justizkanaillen 120 Taler in den Rachen schmeiße, empört sich Most. Mit dem Geld können wir Besseres anstellen. Ihr wisst doch, in welcher Finanzklemme wir mit dem Blatt gerade mal wieder stecken. Du willst doch nicht freiwillig ins Verlies einrücken. Von Freiwilligkeit kann gar keine Rede sein, aber wenn der Staat meine Haut haben will, dann verkaufe ich sie ihm so teuer wie möglich. Ihr könnt mir glauben, wenn ich wegen hanebüchener Anklagen, wegen Pressedelikten und Beleidigungen ins Gefängnis gehe, dann wird den Fatzkes diese Anklage moralisch auf die eigenen Füße fallen. Das macht auch propagandistisch mehr Wirbel als ein Dutzend Reden. Ich habe schon oft gebrummt, Freunde, und im Gefängnis ist so übel nicht. Damals eben, also seine Erfahrungen ändern sich aber auch noch. Er ist dann noch in Deutschland ein paar Mal im Knast, in Berlin, in London und in den USA und es wird immer beschissen eigentlich für ihn. Aber damals hat er noch leichtes Spiel gehabt eigentlich.
Meine Redaktionsarbeit kann ich auch von dort verrichten. Und ein bisschen Ruhe kann mir nicht schaden. Moos schmunzelte und nahm wieder einen Schluck vom Punsch, der heute Abend hier die Runde machte. Ich kenne die Juristerei nun in- und auswendig. Mit ein paar Winkelzügen, Appellationen und Instanzen können wir den Strafantritt auch ohne Advokaten noch ein paar Wochen hinauszögern. Und bis dahin ist der Kongress vorbei und die Reden sind gehalten. Aber das Geld ist doch heute bei der Kollekte zusammengekommen. Du könntest es morgen auf der Justizkasse einbezahlen. Okay, ich merke, das ist ziemlich lang. Ich mache es ein bisschen kürzer, wenn es okay ist. Die Sache ist, die Leute haben gesammelt, 120 Taler, hätten ihn freigekauft sozusagen. Er hat gesagt, nee, ich nehme das Geld, die freie Presse ist in Schwierigkeiten, wir retten das Blatt. Das Blatt kann weiter rausgegeben werden und ich gehe in den Knast 2 Monate. Was dann eben kommt, er schreibt dann eben in dem Knast ein paar Gedichte um, so ein paar nationalistische Kriegshymnen. Damals war hier deutsch-französischer Krieg so, Deutschland in Frankreich Krieg geführt und da gab es eine große Sedanfeier, da will ich später noch was zu sagen. Also so nationalistische Feier von Preußen, geil, wir haben gesiegt, wir haben die alle umgebracht und so weiter. Und die Sozialistin waren natürlich dagegen, die fanden das scheiße, waren antinationalistisch. Und Johann Moos hat im Knast eben Gedichte umgeschrieben, um so diese nationalistischen Kriegshymnen umzuwandeln in Nationalismus, Kriegstümelei hier, Militarismus ist lächerlich. So. Das hat er eben gemacht. Und dann klingelt das eben an der Tür. Mal gucken, ob es klappt. Es klopfte. Hat er sich verhört? Nee, es klopfte wirklich. Anklopfen im Gefängnis, da kommt der Schließer rein. Und der sagt eben, okay, hier unten vor der Tür sind ein Haufen Arbeiter, 5 sind reingekommen, komm mal raus und sprech mit denen, so nicht, dass hier Tumult gibt. Der Direktor vom Knast, der hat eben Schiss so. Das sah bestimmt damals noch anders aus, da gab es hier noch ein bisschen Vorbauten, glaube ich. Auf jeden Fall standen dann Leute davor und Moos fragt, ja, was ist los und so weiter. Und dann, also der Arbeiter, ein junger Bursche in blauem Hemd mit rotem Halstuch, warf einen raschen Blick auf den Direktor, der aber keine Miene verzog. Also um es kurz zu machen, wenn wir schon nicht verhindern können, so wollen wir dir das Sitzen möglichst leicht machen. Wir sind Möbeltischler und der Frieder hier hat erst kürzlich sein Gesellenstück gemacht. Es steht draußen vor der Tür. Ein Lehnsessel, bestens gepolstert und solide verarbeitet. Heute früh haben wir ihn zum Polsterer gebracht. Du weißt, zum Genossen Gebauer in der Breslauer Straße. Und der hat ihn mit rotem Samt überzogen. Wir dachten, das passt besser zu dir. Und zum Turm, ergänzte Moos lachend. Und deshalb macht ihr einen Radau, als wolltet ihr das Gefängnis stürmen? Nun hatte auch der Direktor seine Haltung verloren und er verlor sie noch mehr, als der junge Arbeiter leise, aber gut hörbar entgegnete, alles zu seiner Zeit. Der Direktor überging diese Äußerung und wurde geschäftig. Also herein mit dem Ding und ab mit dem Moos in den Turm. Zu Befehl schnarrte der Gendarm und nahm den Arrestanten mit kräftigem Griff bei der Schulter. Nur widerwillig löste sich Moos aus der Umarmung mit dem jungen Schreinergesellen. Sein Blick war verschwommen und weiter rührselig. Rasch wischte er sich mit dem Handrücken über die Augen. Dank euch Genossen, ihr wisst ja gar nicht, wie gut ich das Möbel gebrauchen kann, lebt wohl. Er saß dann erst 2 Monate, kam er wieder raus, hat wieder geschrieben, kam wieder in den Knast, hat wieder auf dem gleichen Sessel gesessen. Also hat ihm ein paar Mal was gebracht, war übel schön so. Und genau. Und dann irgendwann ist er halt in andere Orte. Das war es erstmal hier für den Roten Turm. Aber genau, falls, wenn ihr jetzt hier öfter in Chemnitz seid, vorbeifahrt, könnt ihr ja mal dran denken. So. Die freie Presse in Chemnitz ist heute ein typisches, standardisiertes Lokalblatt. Kaum zu denken, dass diese Zeitung einmal in Arbeiterhand gewesen ist, kaum zu denken, dass sie von einem Enfant terrible aus der radikalen Arbeiterbewegung geleitet wurde. Das Wirken von Johann Most hat in der Chemnitzer Bourgeoisie damals tatsächlich für Unruhe gesorgt. Davon erzählt eine Episode aus Mosts Memoiren, die sich nach einem seiner Aufenthalte im Roten Turm zugetragen hat. Dieses Kapitel seiner Autobiografie trägt den Titel »Eine gestörte Sedanfeier«. Dort ist zu lesen: Ich hatte mich kaum vom Roten Turme ausquartiert, als auch schon diverse andere Strafen Rechtskraft erlangten. Einem Gesuche um einen 4-wöchentlichen Urlaub wurde aber bereitwillig entsprochen. Diese Zeit wurde gut ausgenutzt. Das Sedanfest,
projektiert vom Chemnitzer Stadtrat, dessen Mitglieder durchweg nationalliberal waren, sollte zunächst versalzen werden. Am 2. Oktober bemühte sich die Chemnitzer Bourgeoisie, ihren Reichspatriotismus im hellsten Lichte zu zeigen. Sie behängte ihre Häuser mit dreifarbigen Lappen, machte damit jedoch wenig Effekt, weil die sämtlichen Arbeiter entweder gar nicht flackten oder auf mein Anraten alle ihre Steuerzettel aneinander klebten und zum Fenster heraushängten. Auf dem Giebel jenes Hauses aber, wo die Chemnitzer Freie Presse hergestellt wurde, wehten eine rote und zwei schwarze Fahnen, welche mehr Aufsehen erregten als alle Dekorationen der Protzen zusammengenommen und die bei den einen großes Ärgernis, bei den anderen aber Beifall erweckten. Am Nachmittag gab es Freikonzert auf den öffentlichen Plätzen. Bis dahin war auch eine anonyme Festzeitung erschienen und in den Händen von zahlreichen Kolporteuren, welche sie unter den patriotischen Spaziergängern und in den Philisterkneipen emsig verbreiteten. Rasch wie der Blitz tauchten sie auf, ebenso schnell verschwanden sie wieder. Sie hatten ihre guten Gründe dazu. Die ganze Festzeitung war von A bis Z ein ungeheurer Hohn auf die Sedanerei. Gleich auf der ersten Seite stand die Wacht am Rhein. Dieselbe war jedoch nach der Krambambuli-Melodie zu singen und hatte einen sehr boshaften Text. Zum Beispiel: Ihr dauert mich, ihr armen Toren, euch macht die Knechtschaft wenig Pein, zu Sklaven seid ihr auserkoren und meint dabei noch frei zu sein. Ihr könntet nichts als kläglich schreien, das blöde Lied, die Wacht am Rhein, die wie war Wacht am Rhein, die Wacht am Rhein. Dann kam wieder an einer anderen Stelle ein Soldatenlied zum Vorschein, das auch nicht von schlechten Eltern war. Es begann: Ich bin Soldat, doch bin ich es nicht gerne, und so weiter. Wie die Poesie, so war auch die Prosa dieses, wie der Leser schon erraten haben wird, durch mich veranstalteten literarischen Fegefeuers. Man kann sich denken, wie über dieses Flugblatt in den Bourgeois-Wirtshäusern geschimpft wurde, als es einmal gelesen und erkannt war. Das Schönste kam aber erst abends, wo mordspatriotischer Fackelzug, reichstreuer Massengesang, Festrede und dergleichen serviert werden sollten. Die Sozialisten versammelten sich schon eine Stunde vor der angesetzten Fackelei in der Kneipe Stadt Köln. Die Arbeiter strömten massenhaft herbei, denn in den Fabriken war nicht gearbeitet worden. Nicht nur der Saal war bald überfüllt, sondern auch die benachbarten Straßen wimmelten von Menschen. Diese Massen ordneten sich nun in mehreren Marschkolonnen. An der Spitze einer jeden Abteilung wurde ein großes Transparent getragen, worauf zu lesen war: 40.000 Tote auf deutscher Seite, mehr noch erschlagene Franzosen, die Verwundeten sind zahllos und solche Schmach bejubelt die Bourgeoisie. Nieder mit den Mordspatrioten. Als man durch die Quartiere der Plutokratie zog, glaubten die vornehmen Reichsschwärmer, welche bereits alle Balkone und Fenster ihrer Häuser besetzt hatten, der Festzug rücke an. Flugs steckten sie ihre Illuminationen an, brannten griechisches Feuer ab, schwenkten Hüte und Taschentücher und brüllten Hurra. Jene in der Straße ließen den Sozialismus, die Internationale etc. leben, und da die vom Festwein schon stark angesäuselten Herrschaften nicht sogleich richtig verstanden, so riefen sie selber: Hoch, hoch, hoch. Endlich machte sie das darüber entstandene allgemeine Hohngelächter auf ihren Irrtum aufmerksam. Es war aber zu spät, das Pulver war sozusagen verschossen. Auf dem Neustädter Markt, wo die Loyalitätsposse zur Aufführung gelangen sollte, stellten sich die Volksmassen so auf, dass nur die Mitte des Platzes und eine Straße frei blieb, durch welche der Fackelzug zu passieren hatte. Letzterer ließ auch nicht lange auf sich warten, war aber sehr kläglicher Natur. Etwa 200 Feuerwehrleute trugen Pechfackeln. An der Spitze marschierte eine Militärkapelle. Die Mitglieder des Stadtrats und diverse Polizisten folgten. Nachdem diese Nachtwächterprozession den freigelassenen Raum ausgefüllt hatte, wurde sie auch auf der vierten Seite vom Volke umzingelt. Die Kapelle intonierte die unvermeidliche Wacht am Rhein und siehe da, es brauste in der Tat ein Ruf wie Donnerhall. Die ungebetenen Demonstranten sangen, dass die Häuser erbebten. Doch welchen Text benützten die? O Schrecken, der war Mosts Proletarier-Liederbuch entnommen, stammte von Greulich her und wies Strophen auf, wie zum Beispiel die folgende:
Heran, heran, du kühne Schar, es bläst der Sturm, es fliegt das Haar, ein Ruf aus tausend Kehlen braust, zum Himmel hoch ballt sich die Faust, es wirbelt dumpf das Aufgebot, es flattert hoch die Fahne rot, arbeitend leben oder kämpfend den Tod. Nachdem dieser Leidenskelch seitens der anwesenden Stadt und sonstigen Unräte geleert war, bestieg der Festredner, ein Realschulmeister, die Tribüne. Seinen rhetorischen Siegestaumel-Bandwurm vermochte er aber nicht so ohne weiteres abzutreiben. Von allen Seiten ertönte jetzt nämlich die Parole: Auf nach dem Schützenplatz, Most wird sprechen. Und fort ging es nach dem bekanntgegebenen Ziele. Festredner, Stadtrat und Musik blieben einzig und allein zurück, um ihr Programm sich gegenseitig in Verzweiflung einzutrichtern. Draußen vor der Stadt auf dem Schützenplatze standen die Proletarier Kopf an Kopf gedrängt und lauschten meinen Worten, durch welche ich den Sedan-Festschwindel in unbarmherziger Weise geißelte und die internationale Verbrüderung aller Völker gegen Tyrannen und Ausbeuter predigte. Wir sind nun fast am Ende unseres anarchistischen Stadtrundgangs durch Chemnitz angekommen. Die letzte Station befindet sich mitten in der Innenstadt, am Marktplatz von Chemnitz. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar hier drüben. Ich habe es nicht wieder gefunden, vielleicht ist es umgezogen, aber soweit ich weiß, hier um die Ecke ist das Sozialamt von Chemnitz immer gewesen. Ich weiß nicht, ob mir jemand sagen kann, ob es immer noch da ist. Als ich das letzte Mal war, war es auf jeden Fall noch dort. Und da wollte ich anspielen auf Helmut Rüdiger. Helmut Rüdiger ist auch einer, der ähnlich wie Johann Moos später in anarchistischen Bewegungen eben viel geschrieben hat, viel verbreitet hat, international bekannt geworden ist, auch in vielen Staaten war zum Beispiel in Spanien während des Spanischen Bürgerkriegs, während der anarchistischen Revolution dort und so weiter, war auch in Schweden später. Helmut Rüdiger kommt aus Frankenberg, war dann lange in Chemnitz und war hier Mitglied der Freien ArbeiterInnenunion Deutschlands, FVOD, vom Zweiten Weltkrieg, eben vom Ersten Weltkrieg sogar. Und war eben die Erwerbslosenbewegung, war Teil der Erwerbslosenbewegung. Das ist eben auch, würde ich sagen, wichtig zu betonen. Aus meiner Sicht müssten die Bewegungen immer zusammengehen. So, weiß nicht, kritische linke Intellektuelle, linke Arbeiterinnenbewegung oder Arbeiterinnenbewegung eben. Ich glaube, eine nicht linke Arbeiterbewegung stellt sich selber ein Bein so. Und Erwerbslosenbewegung. Aus meiner Sicht sind Erwerbslose eben, also Arbeiter, Erwerbslose sind immer ArbeiterInnen. Weil ich glaube, ist vielleicht ein bisschen einfach gedacht, aber ich würde sagen, Kapitalist kann nicht arbeitslos werden, dann ist er kein Kapitalist mehr, weil dann verliert er, also andere arbeiten ja für ihn. Wenn er selber nicht arbeitet, aber immer noch an seinen Immobilien Geld verdient, an seinen Firmen Geld verdient, an seinem Geld verdient, dann ist er ja nicht arbeitslos. Das heißt, auch wenn er nichts tut, kann er trotzdem verdienen. Wenn er keine Arbeit mehr hat, die er ausbeuten kann, dann ist er kein Kapitalist mehr. Das heißt, solange Kapitalist, das kann er nicht arbeitslos sein. Das heißt, Arbeitslosigkeit ist aus meiner Sicht immer schon ein Phänomen der ArbeiterInnen gewesen und auch immer wurde versucht, die Arbeitslosen gegen die Arbeitenden auszuspielen. Und ich glaube, es wird heute auch wieder versucht. Zum Beispiel beim Kumpel aus der Firma habe ich jetzt wieder gehört, dass die eben gesagt haben, hier, das Hartz IV wurde übelst wenig erhöht. Und haben die gesagt, naja, das ist ja schon fast so groß zusammen mit der Miete wie unser Lohn.
ich würde sagen, ist doch klar, der Lohn ist so niedrig. Wie kommt man darauf zu sagen, Hartz IV oder jetzt Bürgergeld ist so hoch? Also ich würde sagen, das geht immer noch so, dass die Bewegungen gegeneinander ausgespielt werden. Und damals Helmut Rüdiger, eben Anarchist hier in Chemnitz, der hat eben hat die anarchistische Erwerbslosenbewegung hier aufgebaut. Die gab es noch ein paar Jahre. Was daraus geworden ist, weiß ich leider nicht, kann ich euch nichts zu sagen. Aber das wollte ich auf jeden Fall nochmal mit sagen. Auch Helmut Rüdiger kann man sich mit auseinandersetzen. FVOD kann ich doll empfehlen. Die haben auch in der Widerstand geleistet gegen die Nazi-Zeiten. Das würde ich jetzt kurz anhängen, weil wir uns dann hinter so ein bisschen aufteilen. Und zwar gab es die Schwarzen Scharen. Ich würde dazu ganz kurz nochmal ein Buch zeigen. Das war damals anarchistischer, antifaschistischer Widerstand, organisiert aus der FVOD heraus, also aus der Freien ArbeiterInnenunion, einer anarcho-syndikalistischen Gewerkschaftsbewegung, die eben anarchistisch war. So anarchistische ArbeiterInnenbewegung vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, also Höhepunkt vor dem Ersten Weltkrieg, dann ging es zurück zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und dann eben noch Widerstand in der Nazizeit, wo dort zerschlagen, verfolgt, ist zum Teil dann noch nach Spanien, spanischen Bürgerkrieg. Einige Leute haben den unterstützt, andere sind in den Untergrund gegangen, viele sind umgebracht worden in den KZ, zum Beispiel im Elbsandsteingebirge. Genau, und ich kann euch das hier doll empfehlen. Ist hier von Institut für Syndikalismusforschung, die sich eben so anarcho-syndikalistische Geschichte anschauen und sagen, wir wollen die selber forschen, wir wollen nicht, dass es irgendwie bürgerliche Geschichtsschreiber in unsere Geschichte erforschen und schreiben. Und das sind eben Anarcho-Syndikalistinnen, die sich selber organisieren, Archiv haben und sozusagen nach der Arbeit Archive durchsuchen und die Bewegung so beschreiben, was ist damals passiert und so weiter. Und damals gab es eben die Schwarzen Scharen, kann man sich vorstellen, eigentlich wie Antifa-Gruppen damals. Gegen die Nazis haben die gekämpft, anarchistisch organisiert und zum Teil im Widerspruch mit, also zwar kamen die aus den Gewerkschaften, aus den anarcho-syndikalistischen Gewerkschaften, aber standen ein bisschen im Widerspruch mit denen. Insofern, die einen haben gesagt, ey, lass uns auf den ökonomischen Kampf konzentrieren, die anderen haben gesagt, scheiß drauf, die Nazis sind jetzt auf den Straßen, wir müssen ihnen jetzt auf den Straßen was entgegensetzen, sonst wird es halt scheiße. Sonst haben wir überhaupt keine Rechte mehr als Gewerkschaften, können auch keine gewerkschaftlichen Kämpfe mehr führen. Also haben die eben gesagt, wir müssen jetzt auch den Kampf auf den Straßen führen. Und die anderen haben gesagt, nee, lass uns auf die Betriebe konzentrieren. Und das war auch der einzige Unterschied, sonst war das eine Bewegung. Genau, Schwarze Scharen kann ich doll empfehlen. Das war es auch schon. Also, was ich noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, wenn ich so Broschüren mir angucke, zum Beispiel vom Verband der Verfolgten des Naziregimes oder Bund der Antifaschistinnen. Mir fällt auf, die allermeisten Denkmäler zum Beispiel, die zu DDR-Zeiten hier in der Stadt aufgebaut wurden, die sind für die von kämpfenden antifaschistischen ArbeiterInnen. Was macht die bürgerliche Geschichtsschreibung, wenn sie erinnert an Widerstand in der Nazizeit, dann an Geschwister Scholl und an Stauffenberg? An einen Nazi, der irgendwie den Holocaust nicht abgelehnt hat, der die Antisemit war und Judenvernichtung mit vorangetrieben hat. Stauffenberg, der wird gefeiert, weil er ein bisschen auf einer anderen Ebene war, irgendwie wie Hitler, und da gesagt hat, okay, da und da will ich es anders machen. So, dann können wir mehr vorschlagen und die anderen Völker unterjochen. Und Geschwister Scholl, okay, die haben gutes Zeug gemacht, aber es war am Ende christlicher, bürgerlicher Widerstand, eine kleine Gruppe. Der Hauptwiderstand, das waren organisierte Kommunistinnen, Anarchistinnen, Sozialdemokratinnen, die umgebracht wurden, die in den KZs umgebracht worden sind. Und ich finde, daran sollte man denken. Ganz viel Widerstand hier in Chemnitz wurde geleistet von Arbeitern und Arbeiterinnen. Und ich finde, das wird in der Bewegungsgeschichte, ich finde, da wird mal deutlich, wer war aktiv in der Bewegung. So sieht das immer so aus, okay, das sind die großen Namen, die wir uns anschauen sollen. Ich finde, wir sollen auch mal anschauen, wer hat in den Zeiten, wo das eigene Leben übelst krass bedroht wurde, trotzdem noch den Mut gehabt, Widerstand zu leisten gegen die Nazis und versucht, das Ganze zu verhindern? Das waren hauptsächlich sozialistische ArbeiterInnen und eben auch anarchistische ArbeiterInnen in Chemnitz, in Sachsen, deutschlandweit. Man kann sagen, auch darüber hinaus, Spanien und so weiter. Ich finde es wichtig, sich das zu vergegenwärtigen und zu gucken, warum schreibt die Geschichte immer, hebt die immer die Akteure hervor, eben hauptsächlich Männer, reiche, bürgerliche, und eben vergisst ganz schnell die Kämpfe von Frauen, von ArbeiterInnen und von Anarchistinnen schon mal doppelt und dreifach, weil selbst in der DDR-Geschichtsschreibung wurden die, wenn überhaupt, so ein bisschen mitsummiert unter den sozialistischen, antifaschistischen Widerstand, aber nicht extra benannt. Und ich wäre dafür, zu sagen, an die erinnern und eben gucken, wer hat gekämpft gegen die Nazis und denen Wertschätzung entgegenkommen zu lassen und eben nicht auch vielleicht so eine Arroganz zu haben. Es gibt ja so, finde ich, Tendenzen, die sagen, Ist egal. Das war's eigentlich. Wer jetzt Lust hat, würde ich sagen, da drüben würde ich vorschlagen, also ich würde mir jetzt gerne Eis holen. Gibt veganes Eis dort. Wir können noch ein bisschen zusammen quatschen, wenn ihr Lust drauf habt. Und ansonsten, würde ich sagen, ist jetzt vorbei. Wir können auseinandergehen. Falls ich jetzt nicht auch irgendwie widerrede, Fragen, Einspruch, gerne. Danke.
In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge konntet ihr einem historischen Stadtrundgang durch Chemnitz folgen. Es ging darum, anarchistischen Spuren in der Chemnitzer Stadtgeschichte nachzugehen. Als Stadtführer war zu hören Eugen Thomas. Der Stadtrundgang fand statt am 1. August 2023 und war Programmpunkt des Kantine-Festivals. Weitere Infos dazu findet ihr unter kantine-festival.org. Als musikalische Begleitung dienten Stücke von Lindsay Cooper und ein Trauermarsch des sogenannten linksradikalen Blasorchesters. Diese und andere Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge könnt ihr nachhören unter wutpilger.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.